70 Kubik Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche. Ey, Jungs, guck mal hier, Digga, neue Sticker. Das ist ein Spray-Ding, ne? Keine Ahnung, maxiscoot.com. Das ist, glaube ich, das soll so ein... Aber hä? Das ist ja ein Pisser, ey. Egal, der ist gut. Wir haben ja noch nicht so viele Sticker, deswegen... Lass mal gucken, ob du dann... Oh nein! ...ein Örtchen findest. Der ist ja auch viel größer. Ja, der ist voll big. Hä? Viel geiler als der. Ja. Mach mal einen hier. Das ist zu groß fast eigentlich, ne? Quack! So eine Eins, Alter. Ich glaube, das ist einfach der falsche Bogen, kann das sein? Vielleicht gleiches Versandlager und die haben einen falschen Bogen geschickt? Nein, aber dann haben die doch nicht Stage 6 und so. Doch, wenn die da auch mit denen verpartnert sind. Maxi ist gut, gehört bestimmt auch Streetbots GmbH oder so. Kein Plan, Mann. Hier? Ja. Ist gut? Krass? Ja, ist krass. Ist fein. Aber wir müssen auch hier was drüber machen. Weil sonst sieht der Roller zu räudig aus. Dann kannst du nichts drüber machen. Doch. Mhm. Noch ein paar. Oh, Alter, das ist, langsam wird das echt zu viel. Aber warte, wir lassen noch Sticker auch aufbewahren für dieses neue Hack, was wir heute dran machen. Digga, das... Hier so. Irgendwie, oder was? Also... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was da jetzt genau... Ja, gleich, zeig mir gleich. Vom Drehen? Hier irgendwie so. Doch, da kann man schon mal irgendwo was drauf machen. Ein Bubatz? Ein Bubatz. Oh, das ist so bodenlos, ne? Da und da ein. So. Ich freue mich schon auf dieses erste Mal angehalten. Ich muss das einfach filmen. Ja. Ne? Das ist der hier, ja, ne? Wenn du das nicht filmst, dann... Das wäre blöd. Warum hast du so viele Scooter-Deck-Sticker auf deinem Wall? Tiefer. Na gut. Spät. Achsensymmetrie. Das musst du. Bald kommt Brigala Performance Sticker. Oha! Da würde ich sogar überlegen, einen auf meine Karre zu tun. Das ist ja aber krasse Brigala Performance Sticker. Ja. Hältst du dir Bock darauf? Auf ein paar Brigala Performance Sticker? 2 Euro pro Stück. Nein, Digga. Professionelle Technik, damit die immer dranbleiben. So, 3 Bögen verballert. Die Karre wird immer hässlicher. Jetzt können wir anfangen. Wir haben ein paar Sachen gekauft: einmal Düsen. Für 6 mm für den Hurensohn-Vergaser, weil die ist ein bisschen zu mager. Und ein Rücklicht, weil bei dem Rücklicht irgendwas nicht ganz stimmt und ich habe einfach keinen Bock. Das war recht günstig, 30 Euro, deswegen habe ich einfach direkt das gekauft. Also, falls jemand dieses Rücklicht braucht, soll sich bei mir melden. Dann könnt ihr das haben. Ja, ja, ja. Dann lass mal gerade... Achso, warte, was machen wir jetzt als erstes? CDI. Ne, lass als erstes anfangen mit den Düsen. Mit den Düsen. Naja, CDI machen wir heute auch noch. Ja, genau, CDI habe ich auch am Ich glaube hier, ne? 45er CDI. Hier, 45er CDI. Ich hoffe, die passt auch. Aber der Stecker ist der gleiche. Mal gucken. Wir machen jetzt erstmal eine 88er Düse rein. Und dann gucken wir mal, was Sache ist. Wie der Ofen läuft. Und dann. Wie der Ofen läuft. Hier, 88. So, 88er Düse. Ist drin? Ja. Boah, ist der gelb. Ist das normal? Keine Ahnung. Also war der mal weiß oder ist der so? Keine Ahnung, ich kenne den Vergaser nicht. So, ist die Frage, ist das so richtig? Ja, ne? Ja. Und weil letztes Mal ist der komplett ausgelaufen. Eigentlich passen die immer nur einmal, also einmal. Wie? Es gibt nur eine richtige Position, wie der festgeht. Weißt du? Weil ansonsten hängt der irgendwo. Ja, keine Ahnung. Also ich habe die letztes Mal angemacht, dann ist die alles rausgekommen. Egal, werden wir jetzt sehen. Gib mal Gas gerade. Also Vollgas. Lass mal los. Ich weiß jetzt hier. Oh. Das sieht auch nicht so fest aus hier, ne? Also nicht ganz drauf. Ja, ist halb so schlimm. Ah, okay. Halt mal die Hand davor. Ist nass? Oh. Alter. Ich hätte es gar nicht so krass gemerkt, dass da so viel war. Okay, dann. Aber sieht nicht aus, so aus, als würde das auslaufen. Zünd.
soweit ich sehen kann, nicht. Bleib dir an. Okay, das funktioniert. Ja. Jetzt CD. Machen wir. Nee, ich wollte gerade mal gucken. Wir werden das jetzt so machen. Wir werden die Drossel einmal rausholen, so GPS einmal fahren, gucken, wie die fährt. Und danach die andere CDI, um wirklich zu gucken, ob die Drossel. Also aber das hörst du eigentlich auch. Keine Ahnung, aber die dreht ja hoch. Also ich würde es trotzdem gerne wissen. Ja. Also einfach auch für mich als Erfahrung. Okay. Deswegen machen wir kurz mal hier die CDI raus. Wenn du magst, kannst du. Die CDI raus hier. Die Drossel raus. Wenn du magst, kannst du den Schlagschrauber holen. So. Mit dem Arsch offen. Ja, passt. Stiff. Einfach zu weit drauf geklatscht. Ja, oder? Weil der hat keine Dings. Ja. Jetzt sollte die ja eigentlich komplett schnell laufen. So, keine Ahnung, 70 oder so. Ja, du, ja. 70 kann man. Aber war, ist die nicht vorher die ganze Zeit offen gelaufen? Nein. Also wo wir zwei gefahren, ja, hatte die auch Drossel drin. Nur das war zu wenig Drossel. Also da lief die ja so 60 oder so. Ich bin mal gespannt, was meine mit der anderen CDI läuft. Bin ich auch mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass sie richtig geht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so gut ist. Dann immer wieder das drauf. Aber nur ein paar Schräubchen. Wegen Gewicht auch. Also die mittlere auf jeden Fall. Weil die ist eigentlich die Schraube, die am meisten hält, glaube ich. Alter, Carbon, Bruder. Hat sie schon gezeigt in der Hand? Keine Ahnung. Bescheid. Ja, hast du jetzt den Schlüssel machen lassen? Ja, Alter, der hat das gemacht ohne Papiere, ohne alles, ne? 9 Schlüssel, ja, komplett? Ja, komplett. 10 Euro. 10 Euro? Ja. Boah, sieht stabil aus. Der passt wie eine 1. Der passt, also der alte hat ja immer so rumgemuckt. Passt besser, ne? Ja, der andere hat ja so rumgemuckt, der hat gar nicht. Hast du mal gesehen, wie die das machen? Wie die, ja, mit so einer Maschine. Könnte ich auch machen. Das ist ja einfach, du brauchst einfach nur die Maschine. Das ist so. Wahrscheinlich brauchst du auch ein bisschen Erfahrung, so ist es nicht, aber. Also soweit ich das weiß, sind das so zwei Dinger so nebeneinander. Ja, ja. Und dann geht der bei dem einen entlang und bei dem anderen ist das drin, weißt du? Ja, der kopiert das quasi. Ja. Copy-paste. Hast du einmal einen Schlüssel nachmachen lassen? Ja, und Garagenschlüssel für meine Mutter. Gibt's nur einen? Nee, zwei. Oder ja, zwei. So, ja, ja, hier müssen noch Stecker drauf. Die andere Seite. Ich glaube, da ist ein Stecker drauf. Ich bin mir aber nicht sicher. Egal, wir machen das erstmal da ab und dann gucken wir. Jungs, klappbare Kennzeichen halt habe ich. Wenn ihr einen wollt, schreibt mir einfach an. Was ist hier passiert? Kennzeichen nicht schlüpfen. Aber wo? So, nicht ziehen jetzt. Ah, korrekt. Was ist das denn für eine... Bruder! Muss das sein? Ja. So, da. Die sind alle schon ein bisschen gefickt. Ja. Ach so, das kann man extra noch kaufen. Kann man das da einfach so reindrücken? Glaube ich nicht, echt? Und so? Ja, Blinker probieren. Das Schloss klemmt immer ein bisschen. Ja. Digga, was? Ja, das weißt du, das ist Relais, ne? Das klappt auch? Ja. Nochmal Blinker. Ne, bremst dich, also Bremsdings geht nicht. Egal. Brauchen wir nicht. Aber sieht schön aus, ne? Ja. Okay, dann halt mal, warte. Na, wir müssen da noch durchbauen, ne? Wegen des Kennzeichens.
denkst, warte, geh mal weg. Kann man die nehmen? Ich war bei der Bank und wollte einfach nach der Schule Geld einzahlen, ne? Ja. Habe ich wollte ich das einzahlen bei diesem Automaten halt, wo man Geld einzahlt. Habe ich mein Geld da reingetan und dann hat er mein Geld gezählt die ganze Zeit und so gerattert. Auf einmal geht er in den Standby-Modus und sagt, ja, vergessen wir das halt. Außer Betrieb, von wegen bla bla. Aber Falschgeld. Melden Sie sich an Ihr Kreditinstitut. Und dann habe ich ein Foto gemacht und dann habe ich so einen Beleg gekriegt, wo 0,0 drauf stand. Und dann bin ich zur anderen Sparkasse gefahren und habe gesagt, ich habe meine Situation geschildert. Muss ich warten, bis der scheiß Automat ausgeräumt wird. Und dann gucken die, wie das Geld übrig geblieben ist. Und dann wird das hoffentlich zurücküberwiesen. Ja, normal wird das zurücküberwiesen. Aber wie muftig. Ja, Digga. Vor allem, ich hatte das Geld nur so vorgestreckt mäßig. Und nervig, so scheiße immer. Die schon, das geht schon, ne? Ja, tun. Soll ich mal drücken und du wärmst sie da rein? Nee, du drückst sie rein. Okay, ja, dann muss ich die Kamera weglegen. Rücklicht, Baba, bisschen Spaltmaß, das finde ich richtig hässlich, aber sonst. Ja, es passt irgendwie nicht ganz so. Aber sieht krass aus eigentlich. Ja, die haben wir jetzt hier dran gemacht. Wie neu. Auf der anderen Seite auch. Ansonsten haben wir noch irgendwas gemacht? Nee, ne? Ja, wir haben die CDIs ausprobiert. Die sind aber alle scheiße. Ich glaube, die ist einfach im Arsch, die du jetzt drin hast. Welche hast du jetzt drin? Du hast jetzt die 45er drin, ne? Die andere, die drosselt irgendwie so 25 oder so, ne? Ja, aber dann fährt sie nachher auf. Ist irgendwie, ist korrupt. Ich wollte gerade nochmal hier das dann abmachen. Weil ich habe ein bisschen Fusch betrieben. Und zwar habe ich hier, sieht man das? Ja. Hier habe ich so eine Stange hingemacht, weil das, ich dachte, dass hier ein Kabelbruch drin ist, aber das ist ja nicht der Fall, deswegen wollte ich das wieder abmachen. Ja. Ja, gute Idee eigentlich. Ja, wäre da ein Kabelbruch gewesen, hättest du auch was gebracht, aber war ja nicht hier. Und hier, das hier haben wir gelötet. Hier ist ja das Zündschloss und hier haben wir noch was zwischengelötet. Das kann ich euch auch gerade mal einblenden. So, wir haben jetzt hier die drei schon mal verlängert. Mein Dad war noch da, deswegen haben wir nicht gefilmt, wir haben ein bisschen getalkt. Wir sind so vorgegangen, hier abisoliert, dann hier schön so eine Schicht Lötzinn drauf. Das machen wir jetzt hier genau das gleiche und dann sind wir fertig. Dann bauen wir die wieder auf und dann müsste es funktionieren. Ja. Bruder, hier fehlt was. Oh mein Gott, der Kollege. Warum ist der nicht dran? Ach ja, oh mein Gott. Scheiße, Digga. Halt mal. Gut, dass wir drauf gucken. Weil das ist nämlich Masse. Ja, ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber auf jeden Fall brennen die Lampen durch. Ja. Hast du deine neue eigentlich jetzt? Ja, ne? Ja. Ja. Gib mal bitte den Achter. Achtung! So, dann haben wir das perfekt. Und jetzt tun wir den Alveer drauf. Stiff. Muss den, glaube ich, erst unten einhaken. Und so. Hier hast du auch irgendwie während der Fahrt drauf gewichst oder so. Nein. Oh. Oh, ich hasse das, ne? Oh, ich hab fett Hunger, Digga. Wir müssen irgendwas fetzen fahren. Du hast immer Hunger. Digga, ich komme immer, wenn ich zu dir komme, habe ich noch nichts gefetzt, ganz einfach. Weil ich nach der Schule zu dir komme, was erwartest du? Du hast eben schön Linsenfutter gefetzt, Alter. So, jetzt besser. Sie so. Und jetzt? Fertig. Müssten wir hier noch einmal. Was war das? Die Papiere. Achso. Ah.